Produkte schnell und günstig in der EU einkaufen. Darum geht es in diesem Video. Der Einkauf von Produkten aus China ist oft mit viel Aufwand verbunden. Angefangen bei der Kommunikation mit den Herstellern, ja, zur Wartezeit, bis das Produkt hergestellt ist, Quality Checks und Anfertigung von Prüfberichten und Zertifikaten, der Import der Waren und die ganze Zeit, die dabei vergeht. Ja, da vergehen gerne mal 2, 3 Monate, bis das Produkt dann wirklich bei dir zu Hause ist oder auch noch mehr. Und das ist natürlich nicht gut, vor allem für Anfänger, die einfach möglichst schnell starten sollten und möglichst schnell mal einfach ihre erste Erfahrung sammeln sollten. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video eine Alternative zeigen. Und zwar gibt es eine große ja, Handelsplattform für EU-Waren, nämlich zentraler.de. Hier habe ich selber schon Erfahrung gemacht. Und genau, über die möchte ich dir einfach einen kurzen Bericht geben und dir zeigen, wie du das Ganze für dich nutzen kannst und worauf du vor allem achten solltest. Vor allem auch, was das Ganze teilweise für rechtliche Konsequenzen hat. Und zwar findest du auf Zentrale hauptsächlich Handelswaren, also Produkte, die schon eine EAN haben und mit denen du dich auf Amazon nur an ein fremdes Listing ranhängen kannst. Es gibt allerdings auch White-Label-Produkte auf Zentrada, die keine EAN haben, und diese Produkte kannst du theoretisch einkaufen und unter deinem Namen verkaufen. Entscheidend ist hier bei jedoch vor allem, dass diese Produkte, obwohl es ausschließlich europäische Großhändler bzw. Hersteller sind, meiner Erfahrung nach auch fast alle in China eingekauft wurden. Ja, also die meisten Produkte wurden leider nicht in der EU hergestellt, sondern es gibt einfach riesengroße Importeure und Großhändler, die selber auch Produkte in riesigen Mengen in China einkaufen. Und das ist auch nicht unbedingt schlecht. Also du brauchst nicht von vornherein denken, nur weil der in der Kette noch dazwischen steht, lohnt sich das Ganze nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Manchmal ist es sogar so, dass diese Großhändler so große Mengen abnehmen, dass du in kleineren Stückzahlen, die du für dich gebrauchen kannst, sogar günstiger von diesem großen EU-Großhändler einkaufen kannst, als es, ja, als sich der Import aus China gekostet hätte. So ist meine Erfahrung dazu. Entscheidend ist jedoch, dass nicht alle von diesen Großhändlern, vor allem in Polen zum Beispiel, sich leider nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten und diese so ein bisschen umgehen. Und zwar bist du nach Produktsicherheitsgesetz dazu verpflichtet, als wenn du als Hersteller auftrittst, Produkte zu verkaufen, die deine Herstelleranschrift drauf haben. Und das nutzen diese Großhändler, indem sie dir Produkte an dich verkaufen, und zwar komplett ohne Herstelleranschrift. Ja, das dürften sie eigentlich schon gar nicht, weil diese Produkte in der EU nur vertrieben werden dürfen, wenn sie diesen Anforderungen entsprechen. Und damit umgehen die das allerdings, weil du bist ja dann letztendlich dazu verpflichtet, du bist ja der, der das dann an den Endkunden verkauft, letztendlich deine Herstelleranschrift auf dem Produkt, ja, anzubringen. Das ist ja auch nicht allzu tragisch, das kann man ja schnell erledigen. Und du kannst ja auch das Ganze nutzen, um das Ganze für dich zu branden. Allerdings ist hier zu beachten, dass du in diesem Moment die volle Herstellerhaftung übernimmst. Und in diesem Moment stehst du kein Stück besser da, als wenn du es jetzt in China eingekauft hättest, das Produkt. Und hast dich in diesem Moment einfach auch wieder um die ganzen Zertifikate und so zu kümmern. Das heißt, der Vorteil ist hier die schnelle Kommunikation teilweise mit den EU-Großhändlern und häufig auch eine gute Verfügbarkeit. Denn diese Waren brauchen in der EU in der Regel nur wenige Tage bis zu dir nach Hause. Und du kannst diese Produkte dann eben für dich umlabeln, deine eigene EAN anbringen und das Ganze vor allem deswegen eben nutzen, um deine ersten Erfahrungen einmal zu sammeln oder eben auch um Produktideen zu validieren. Ja, wenn du sagst, du willst kennenlernen, wie sich Produkte in dieser Nische verkaufen, auch mal ein Produkt, ja, raushauen, sage ich mal. Kommt natürlich total darauf an, in welcher Nische dieses Produkt dann von dir gelauncht wird. Aber so ist das jedenfalls eine Alternative, die man sowohl als Anfänger nutzen kann oder sollte, um einfach mal schneller loszulegen, um nicht diese gefährlichen
und teuren 3 Monate von China aus abwarten zu müssen. Und dabei ist eben entscheidend, dass du hier einen Hersteller findest oder einen Großhändler, der sich wirklich selber schon um gewisse Unterlagen und ein gewisses Risikomanagement gekümmert hat. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du ein Weichmacher, verseuchtes Produkt importiert hast, das dann später noch aus dem Verkehr gezogen wird und dir eine Menge Ärger beschert und du natürlich später im Innenverhältnis noch Regressansprüche vielleicht an den Großhändler ja, abgeben kannst, aber trotzdem einen Haufen Ärger dabei hast. Also nochmal zusammengefasst. Auf Zentrala gibt es viele interessante Produkte, viele auch White-Label-Produkte. Meistens kommen sie dann doch eben aus China und nicht aus der EU, sind aber oft schnell und in großen Mengen auch verfügbar, bieten einen guten Einstieg in das Ganze. Und du solltest natürlich dann, wenn du das Produkt hast, den Großhändler nach den Dokumenten fragen, ja, Konformitätserklärung oder Prüfberichte anfordern zu diesem Produkt. Und später auf der Produktverpackung und am besten auf dem Produkt selber auch noch in irgendeiner Weise deine Herstelleranschrift anbringen und in diesem Moment auch die Dokumente einfach parat haben. Ich hoffe, das Video hat dich inspiriert. Probier es einfach mal aus, schau dich da einfach mal um. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Alles Gute, bis dann, ciao.